Der liebe Jules würde töten für diesen Traum aus Fleisch, Ananas, Käse und Bacon. Getoppt mit selbstgebackenem Brot, Barbecue-Soße, ein Traum. Wir starten das Ganze mit unserer frischen Ananas, etwas in ausgelassener Butter in der Pfanne karamellisieren lassen und lassen das Ganze ein wenig vor sich hinziehen. Zwischendurch wenden und für die extra Süße noch ein wenig braunen Zucker oben drüber geben, sodass das Ganze noch ein wenig karamellisieren kann. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um unsere Patties. Wir nehmen hier halb-halb Rind, Schwein, damit wir einfach so ein bisschen mehr Fett noch drin haben, ist Geschmacksträger und macht das Ganze nochmal ein bisschen saftiger. Auf beide Seiten etwas Senf, damit wir noch ein bisschen mehr Geschmack kriegen und das Ganze auch ein bisschen mehr Farbe bekommt. Das Ganze einmal wenden, auf beiden Seiten goldbraun braten und dann das Ganze natürlich auch noch salzen und pfeffern, sodass wir einen schönen goldbraunen Patty bekommen. Obendrauf dann eine Scheibe American Cheese Cheddar und unsere gebratene Scheibe Ananas. Währenddessen etwas Butter in der Pfanne auslassen. Dann geben wir eine rote Zwiebel hinzu und lassen diese bei moderater Hitze langsam karamellisieren, sodass wir da einen schönen Beigeschmack bekommen. Zum Anrichten unser selbstgebackenes Bun. Das Video dazu findet ihr oben in der Infobox. Obendrauf unser Fleisch mit dem Käse und der Ananas, die karamellisierten Zwiebeln und natürlich eine frische Scheibe Tomate, etwas Salz drauf. Unser selbstgemachten Ketchup. Das Rezept dafür findet ihr oben in der Info. Etwas Bacon als guten Kontrast zur Süße der Ananas, Hamburger-Gürkchen und obendrauf noch schön Barbecue-Soße. Und wenn ein Burger im Anschnitt so gut aussieht, kann er nur schmecken. Bis dahin, guten Appetit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Abo. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis dahin, ciao.